Hallo und willkommen zu WW Wissen. Heute begrüße ich Sie ausnahmsweise aus der Ahnengalerie meines Schlosses. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist meine Ururgroßmutter Agathe Maria Wilms, genannt die Züchtige. Das hier Jacques Antoine Wilms, der war Kutschenputzer am französischen Hof. Und das hier ist Ivan Wilms, der war berüchtigt für seine schlechten Tischmanieren. Man kann sich seine Familie eben nicht aussuchen, aber diese Menschen prägen unser Leben, unsere Persönlichkeit enorm. Wie sehr? Das ist Thema unserer Sendung. Übrigens, die längste soziale Beziehung in unserem Leben haben wir nicht zu unseren Eltern, sondern zu unseren Geschwistern. Gibt es neben der normalen Geschwisterbeziehung eigentlich auch eine ganz besondere? Diese Frage war Gegenstand einer Studie, die vor kurzem abgeschlossen wurde. Sie faszinieren und sie irritieren. Eineige Zwillinge. Geschwister mit Seltenheitswert. Zwei Menschen mit demselben genetischen Bauplan. Nur bei jeder 250. Geburt kommt das vor. Was kann die Geschwisterforschung von Zwillingen lernen? In der Geschichte wurden sie als Ausgeburten des Teufels gesehen. Oder auch angebetet. Im Mittelalter glaubten die Menschen bei Zwillingen sogar an eine gemeinsame Seele. Heute sind sie vor allem eins, ein begehrtes Forschungsobjekt. Wie an der Technischen Uni Braunschweig. Der Datenberg, durch den sich Sandrine Clodius wühlt, ist das Ergebnis von 3 Jahren Arbeit. 3 Jahre lang haben die Braunschweiger Psychologen Zwillinge mit normalen Geschwistern verglichen. Das ging darum, so ein bisschen was über die Geschwisterbeziehung herauszubekommen, wie die Kinder die Geschwisterbeziehung wahrnehmen und wie sie die auch erleben. Generell war die Vermutung, dass je weniger Ähnlichkeiten zwischen den Kindern zu finden sind, dass da dann vielleicht auch die Geschwisterbeziehung unterschiedlicher zum Beispiel erlebt wird oder weniger relevant ist. Alter der Kinder zwischen 10 und 15 Jahren. Untersucht wurden eineiige Zwillinge, zweieiige Zwillinge gleichen und unterschiedlichen Geschlechts, normale Geschwister gleichen Geschlechts und die Kombination Schwester und Bruder. Die Methode damals: ausführliche Fragebögen für die Eltern, getrennte Interviews mit den Jugendlichen. Wer versteht sich am besten? Und harmonieren eineiige Zwillinge wie Jörn und Marvin besser als andere Geschwister? Der hat meistens recht. Ist immer der Erste, der was weiß. Weil manchmal ist es auch so, da ist es so, dann hat man halt so ein kleines Stechen untereinander. Hat man halt ein bisschen Streit, kabelt sich ein bisschen und dann geht das auch wieder. Die Zwillinge waren eins von den 107 Geschwisterpaaren der Studie. Harmonie und Streit liegen dicht beieinander. Das gilt aber auch für den 16-jährigen Mike und seinen 1,5 Jahre älteren Bruder Pascal. Sie wollen manchmal nicht mit, aber niemals ohne einander. Da war auch ganz spannend, dass man tatsächlich sagen kann, dass die Aussagen bei fast allen Kindern, also unabhängig von der Geschwisterkonstellation, in die gleiche Richtung gehen. Dass alle Kinder betonen, dass das Wichtigste daran ist, Zwilling oder Geschwister zu sein. Diesen Rückhalt zu haben, die Möglichkeit zu haben, füreinander da zu sein. Eine Videokamera für die unbewussten Seiten der Geschwisterbeziehung. Wer kooperiert beim Bauklötzestapeln? Wer streitet? Wer versteht sich ohne Worte? Was wir gefunden haben, war, dass es auch da zwischen den Geschwisterkonstellationen keinen Unterschied gibt, wie kooperativ die Kinder miteinander diese Aufgabe lösen. Scheint so zu sein, dass Mädchen stärker nonverbale Kommunikation einsetzen, weil die höchste nonverbale Kommunikation haben wir gefunden, wenn es sich um ein Mädchenpaar handelte, die niedrigste bei einem jungen Paar und so in der Mitte pendelt sich ein gemischtes Pärchen ein. Also weniger Blicke und Lächeln bei Jungen. Für alle Geschwister gilt aber, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung nehmen sie starken Einfluss aufeinander. Sie lernen hier das ganze Spektrum menschlicher Gefühle. Liebe, Hass, Freude, Rivalität. Auf der Suche nach einer eigenen Identität finden sie ganz unterschiedliche Nischen in den Familien. Er kann besser mit Bällen umgehen und sowas. Und ich bin mehr so der Typ, der gerne läuft oder halt irgendwas bewegt. Im Moment ist mein Bruder schon ein bisschen vernünftiger als ich. Auch in Kleinigkeiten oder so, da achtet er mehr ein bisschen drauf als ich. Ich bin ja auch noch in der Pubertät. Ab und zu brauche ich sehr viel Aufmerksamkeit. Zwillinge müssen eine Hürde mehr nehmen auf dem Weg zur eigenen Identität. Sich selbst im Spiegel oder auf Fotos erkennen, für sie als Kleinkinder deutlich schwieriger. Es dauert, bis sie wissen, bin ich das oder mein Bruder? Später legen sie oft viel Wert auf Unterschiede.
Was wir spannenderweise gefunden haben, ist, dass gerade auf emotionaler Ebene sich die verschiedenen Geschwisterkonstellationen nicht voneinander unterscheiden. Das heißt, eineiige Zwillinge stehen sich laut unserer Projektergebnisse nicht emotional näher als beispielsweise gegengeschlechtliche Geschwisterkinder. Insgesamt verbringen Zwillinge etwas mehr Zeit miteinander als andere Geschwister. In der Pubertät nabeln sich dann aber alle Jugendlichen vom Geschwisterkind ab. Das gilt auch für Zwillinge. Am Ende sind sie eben auch nur ganz normale Geschwister. Geschwister sind manchmal aber auch ganz unterschiedlich. Denken Sie mal an die Vogelbrüder. Ja? Der eine SPD, der andere CDU. Oder zum Beispiel die Grönemeyers, ein sehr erfolgreicher Musiker und ein sehr erfolgreicher Arzt. Oder mir würden spontan noch die Monaco-Geschwister einfallen. Stefanie und Caroline. Die eine sind eher Partymaus und die andere sehr wohlerzogen, sehr brav. Naja, und was mein Bruder angeht, hallo Björn. Na, Digga, wieder ordentlich am Schlaumeiern. Ja, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen, die zusammen aufwachsen und dieselben Eltern haben, doch so unterschiedlich sich entwickeln? Die Wissenschaft hat da verblüffende Antworten drauf. Warum werden manche Menschen zu Revolutionären und andere nicht? Es sind die Familienbande, meint Frank Salloway. Eigentlich ist er Wissenschaftshistoriker. Spezialgebiet Charles Darwin und die Evolutionstheorie. Schon vor 30 Jahren fragte er sich, warum gerade Darwin sich 1859 mit der bahnbrechenden Theorie gegen das etablierte Weltbild stellte. Keiner von den vielen Naturforschern in London wagte damals diesen Schritt. Erst Darwin stieß das traditionelle Naturbild um. Ich dachte mir, das können nicht nur die Fakten sein, da ist etwas anderes. Vielleicht braucht man eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur, um radikale Ansichten zu vertreten. Salloway sichtet Briefe, Bücher und Lexika, um alles über Darwin, seine Befürworter und Gegner herauszufinden. Alter, sozialer Status, Religiosität. Fast 200 Variablen. Schnell hat er ein Merkmal unter Verdacht: den Platz in der Geschwisterfolge. Darwin selbst war das fünfte von sechs Kindern eines wohlhabenden Arztes. Alfred Russel Wallace, Darwins Mitstreiter, war ebenfalls fünfter von sechs. Ganz anders die Gegner. Der Amerikaner Louis Agassiz zum Beispiel war der älteste von vier Geschwistern. Der erbitterte Kritiker Georges Cuvier, erster von zweien. In jahrelanger Kleinarbeit trägt Frank Salloway so die Lebensläufe von 228 Personen zusammen. Die statistische Auswertung am Computer bestätigt sein Gefühl. Es waren vor allem Spätgeborene, die für die Evolutionstheorie eintraten. Und Erstgeborene, die Darwins Theorie kategorisch ablehnten. Als ich den Effekt der Geburtenfolge im Streit um die Evolutionstheorie entdeckt hatte, fragte ich mich sofort, bei anderen wissenschaftlichen Revolutionen gilt da das Gleiche? Salloway macht sich an diese noch größere Aufgabe. Beim Streit um das revolutionäre Weltbild des Kopernikus im 16. Jahrhundert findet er unter den Befürwortern überproportional mehr Spätgeborene als Erstgeborene. Auch die Relativitätstheorie von Einstein ist zunächst umstritten und wird deutlich stärker von Spätgeborenen unterstützt. Die Traumdeutungslehre von Freud stellt der Forscher ebenfalls auf den Prüfstand und findet dasselbe Bild. Nach und nach kann er den Effekt bei 28 wissenschaftlichen Revolutionen nachweisen. Die Frage Erstgeborener oder Spätgeborener spielt eine größere Rolle als die soziale Klasse zum Beispiel. Es ist sogar ein stärkerer Einfluss als die Frage von jung oder alt. Und das Alter hat schon sehr viel damit zu tun, ob man radikale Neuerungen unterstützt oder nicht. Salloways Ergebnisse passen gut zum Bild, das die sogenannte evolutionäre Familienpsychologie Anfang der 90er Jahre entwirft. Nach dieser Theorie übernehmen die Erstgeborenen häufig die Wertvorstellungen der Eltern, verhalten sich eher konservativ und dominieren ihre Geschwister. Mittlere Kinder suchen sich eine andere Rolle, um sich vom Erstgeborenen abzugrenzen. Sie sind häufig umgänglicher, verhandeln lieber als zu kämpfen. Letztgeborene suchen wiederum eine eigene Nische. Sie entwickeln sich häufiger zu experimentierfreudigen, kreativen und auch rebellischen Menschen. Salloway weitet seine Untersuchungen aus. 1 Million biografische Daten von mehr als 6.500 Personen sind schließlich in seinem Rechner.
And siblings are like that. They want to differentiate themselves from one another. Geschwister sind wirklich so. Sie wollen sich voneinander unterscheiden, weil sie um die Aufmerksamkeit und Liebe der Eltern konkurrieren. Abgrenzung verringert die direkte Konkurrenz. Geschwister suchen sich ihre eigene Nische in der Familie. Dieses Muster meint er auch in der Gegenwart zu erkennen. Salloway dokumentiert es bei Prominenten und Schauspielern. Nach seiner Beobachtung spielen Erstgeborene wie John Wayne, Bruce Willis und Humphrey Bogart eher dramatische Rollen. Die Spätgeborenen spezialisieren sich hingegen auf Komödie. Charlie Chaplin war das jüngste von drei Kindern. Tom Hanks ist der dritte von vieren. Danny DeVito der jüngste von dreien. Im Alltag mag die Geburtenfolge nur einen moderaten Einfluss haben. Aber in historischen Momenten oder an Wendepunkten im Leben, da schlägt die eigene Rolle in der Familie total durch. Dann kann der Einfluss auf unser Verhalten sehr groß sein. Frank Salloway hat den Effekt der Geburtenfolge gegen den Zweifel vieler Kollegen etabliert und dabei eigene Methoden der Geschichtsforschung entwickelt. Er ist selbst ein Spätgeborener, so wie sein Vorbild Charles Darwin. Kurt Tucholsky hat mal gesagt, Indianer sind entweder auf dem Kriegspfad oder sie rauchen Friedenspfeife. Geschwister können beides. Das stimmt wohl auch heute noch. Aber eine Sache hat sich seit Tucholskys Zeiten dann doch geändert, nämlich die Familie an sich, ihre Zusammensetzung, ihre gesellschaftliche Bedeutung und ihre Größe. Das belegt unsere Familienwelt in Zahlen. Es gibt knapp 40 Millionen Haushalte in Deutschland. In gerade mal 30% dieser Haushalte leben Kinder. In der Bundesrepublik war 1965 das Jahr mit der höchsten Geburtenrate. Pro 10 Frauen 25 Kinder. Heute sind es pro 10 Frauen nicht einmal mehr 14, also eine Rate von knapp 1,4. Weltweit liegt die Geburtenrate viel höher, bei 2,6. In vielen Entwicklungsländern ist sie noch höher. Noch in den 70er Jahren lag das Durchschnittsalter von Müttern beim ersten Kind unter 25 Jahren. Heute warten Frauen in Deutschland fürs erste Kind durchschnittlich, bis sie über 30 sind. Die traditionelle Familie ist inzwischen nur eine Form unter vielen. Gut 13% aller Kinder werden von nur einem Elternteil erzogen. Diese Zahl steigt dramatisch. Heute gibt es 40% mehr Alleinerziehende als vor 10 Jahren. Über 80% der Alleinerziehenden in Deutschland sind Frauen. Viele Alleinerziehende entscheiden sich für einen neuen Partner. Jede siebte Familie lebt heute als sogenannte Patchwork-Familie. Die Bevölkerung in Deutschland schrumpft. Mehr als die Hälfte aller Haushalte, in denen Kinder leben, hat nur ein einziges Kind. Aber es gibt immerhin 2000 Haushalte in Deutschland, in denen 9 Kinder leben. Den aktuellen Rekord aber hält eine Familie aus Nordrhein-Westfalen mit 16 Kindern. Familienleben hat ja viel mit Verhandlungen und mit Abmachungen zu tun und auch mit klaren Regeln. Also wenn du nachher noch spielen willst, dann räum dein Zimmer auf. Oder hör auf, deine Schwester zu ärgern, sonst gibt's Stubenarrest. Aber solche Regeln funktionieren ja schon bei Blutsverwandten nicht problemlos. Ich meine, wie schwer ist es denn, wenn die Kinder gar nicht die eigenen sind, sondern vom Partner oder von der Partnerin mit in die Beziehung gebracht werden? Fast jede dritte Ehe in Deutschland wird inzwischen geschieden. Die Partner verlieben sich wieder neu. Das heißt, es gibt 850.000 Patchwork-Familien in diesem Land. Und damit so eine Sippe zusammenhält, müssen sich alle an bestimmte Spielregeln halten. Aber wie schafft man das, dass aus Fremden letztendlich eine Familie wird? Einkauf für eine große Familie. Evelyn Ax kocht meistens für 7 bis 8 Personen. Ah, hallo, seid ihr schon da? Hi. Zwei davon sind ihre eigenen Kinder. Ihr Sohn Janko ist 8 Jahre alt, sein Bruder Jakob ist 14. Der dritte Sohn lebt beim Vater. Toll, hat sich das viele Üben ja gelohnt. Valentin, Matthias und Juliane gehören auch zur Familie. Evelyns Lebensgefährte Konstantin Sautier hat seine drei Kinder in die neue Familie mitgebracht. Seit 6 Monaten leben sie alle unter einem Dach. So. Alle gemeinsam ins Bild zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
Denn die Kinder verbringen auch Zeit mit ihren getrennt lebenden Elternteilen. So, jetzt. Viel Arbeit, viele Chancen, aber auch Risiken. Wie sieht Evelyn die neue Familie? Es ist schon ein großes Wagnis gewesen, also so sehe ich das auch. Also wir haben uns vorher wirklich auch Gedanken darüber gemacht. Wird das alles klappen? Kommen wir das auf die Reihe? Aber wir haben einfach dann irgendwann gesagt, gut, wir gehen einfach das Risiko oder dieses Wagnis jetzt mal ein und probieren es. Und dann schon mal rumreichen. Die logistische Herausforderung, eine so große Familie zu managen, empfindet sie als machbar. Die neue Familie soll für alle eine Lebensgemeinschaft sein, in der Freundschaft und Vertrauen wachsen können. Rund 850.000 Patchwork-Familien wie die Sautiers leben heute in Deutschland. Doch die Gefahr des Scheiterns ist groß. Jede zweite geht wieder auseinander. Die Psychologin Ariane von Thüngen berät Patchwork-Eltern bei Problemen, die immer wieder auftauchen. Die leiblichen Eltern sollten nicht versuchen, das eigene Kind und den neuen Partner oder die neue Partnerin schnell in eine enge Bindung zu zwingen, sondern wirklich Zeit lassen, nichts forcieren, abwarten, wie die sich vorsichtig beschnuppern und in keinem Fall mit einer sogenannten normalen Kernfamilie sich ständig vergleichen, wo alle sich ja seit der Geburt der Kinder vertraut sind. So eine Vertrautheit wächst auch im Urlaub. Aber erstmal hat jeder eine andere Meinung, wie der aussehen soll. Habt ihr jetzt Lust, über die Pfingstferien zu reden? Wir könnten auch mal sowas mit Radfahren machen. Ja, wie großes Gejammer. Ich meine, das ist ganz toll, wenn man. Untersuchungen zeigen, es dauert rund 7 Jahre, bis eine Patchwork-Familie wirklich zusammengewachsen ist. Jeder durchläuft auch kritische Phasen. Das ist ganz normal. Denn nach der Euphorie kommt der Aufprall im Alltag. Janko ist das Nesthäkchen der Familie. Er hat sich die Ratten als Haustiere gewünscht, zum Streicheln, zum Spielen. Wie findet er die neue Großfamilie? Hat seine Mutter jetzt weniger Zeit für ihn? Viel Kontakt mit meiner Mutter eigentlich. Ja, und mache immer noch so viel mit ihr wie im alten Haus. Ja. Ich finde es schöner, dass hier halt mehr Kinder sind, dass ich hier. Also dann kann ich auch mit mehreren spielen. Evelyn nimmt sich bewusst Zeit für Janko. Je mehr der neue Partner akzeptiert, dass die Beziehung zum eigenen Kind Vorrang hat, desto besser klappt es in der ganzen Familie. Wenn die Eltern sich frisch getrennt haben, dann haben Kinder oft Angst, wenn eine neue Person dazukommt. Diese neue Person nimmt mir jetzt meine enge Bindung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater weg. Die drängt sich rein und ich werde jetzt diesen Elternteil auch noch verlieren. Die Sautier-Kinder haben einen riesen Vorteil, denn sie waren schon befreundet, bevor ihre Eltern sich kennenlernten und machen schon lange zusammen Musik. Die Rivalität unter Patchwork-Geschwistern kann eine große Belastung für die Eltern werden. Gerade die aber brauchen Zeit für sich. In einer Beziehung, die sofort mit Familienanhang beginnt. Eine Patchwork-Familie ist ein komplexes Gebilde, in dem viele Herausforderungen bewältigt werden müssen. Wenn das gelingt, ist so eine Gemeinschaft eine große Bereicherung. Alle gewinnen schließlich Familienmitglieder dazu. Ich entdecke ja immer wieder Eigenarten oder Marotten an mir, die habe ich eindeutig von meinen Eltern. Zum Beispiel den Gang habe ich von meinem Vater oder leicht impulsive Art manchmal von meiner Mutter. Und dann gibt es wiederum Dinge, da überlege ich mir, Mensch, woher hast du das nur? Schauen Sie mal, das ist mein Ur-Ur-Urgroßvater, der war Dorfschullehrer. Und eventuell habe ich ja davon den Faible für Wissenssendungen. Vielleicht werden wir also nicht nur von den Generationen geprägt, die wir selber kennen, sondern ja auch von unseren Vorfahren. Da gibt es bestimmt spannende Gemeinsamkeiten zu entdecken, wenn man richtig danach sucht. Harald Heimbach ist Ahnenforscher aus Leidenschaft. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Anstoß gab die Suche nach den eigenen familiären Wurzeln. Die reichen bis ins 17. Jahrhundert. Im Dreißigjährigen Krieg brachte es ein gewisser Johann Heimbach zum gut verdienenden Quartiermeister. Wie schafft man es, eine Familiengeschichte so weit zurückzuverfolgen?
Ich habe mich zunächst einmal in der Familie umgehört und umgeschaut, was gibt es an alten Dokumenten, was gibt es an Bildern, was gibt es an mündlichen Überlieferungen. Und da ist doch durchaus einiges zutage gekommen. Das fängt bei schönen alten Bildern an, die wir gefunden haben, die ich bis dato gar nicht gekannt habe. Nicht nur Fotos enthielten wichtige Hinweise, auch Dokumente aus der Hitlerzeit. Damals diente die Ahnenforschung auch der Rassenideologie. Das geht bis zu einem alten arischen Nachweis, der bis 1758 zurückgeht. Und da haben wir dann auch in den Archiven mit unseren Nachforschungen angesetzt. Die Spuren führten ins schwäbische Ehingen. Im Kirchen- und im Stadtarchiv wird Harald Heimbach fündig. Dort liegen Schriftstücke, die tief in die Vergangenheit der Heimbachschen Familie führen. So manches Erstaunliche kommt ans Tageslicht. Zum Beispiel über den Bierbrauer Johann Georg Heimbach. Also hier haben wir ein ganz interessantes und kurioses Dokument. Es handelt sich hier um ein Ratsprotokoll der Stadt Ehingen aus dem Jahre 1718. Hier wurde entschieden im fünften Anlauf, dass mein Vorfahr Johann Georg Heimbach und seine Ehefrau die Bürgerrechte der Stadt Ehingen zugesprochen bekommen. Die Stadt wollte an ihm und seiner Frau ein Exempel statuieren. Zum einen, weil sie ohne Zustimmung auswärts geheiratet haben und was noch wichtiger war, weil ein außereheliches Kind da war. Und ohne Bürgerrechte hätte er sein Gewerbe in der Stadt Ehingen nicht ausüben können. Auch über Johann Georgs Vater Lorenz findet sich Interessantes. Wir befinden uns in Grumbach. Hier haben meine Vorfahren Lorenz Heimbach und seine Frau Ursula 1676 geheiratet. Interessanterweise war sie 10 Jahre älter wie er. Was nicht weiter verwundert, wenn man weiß, dass sie einen Gastronomiebetrieb und eine Schankwirtschaft mit in die Ehe gebracht hat. Da konnte er sich als gelernter Brauergeselle quasi ins gemachte Nest setzen. Und insofern hat er eine tolle Ausgangsbasis für seinen beruflichen Fortgang gehabt. Harald Heimbach gräbt noch tiefer in der Vergangenheit. Die Suche führt ihn schließlich in ein Dörfchen, das nach dem 30-jährigen Krieg fast ausgestorben war. Hier befinden wir uns an historisch interessanter Stelle für meine Familiengeschichte, und zwar im schwäbischen Stoffenried. Hier hat sich mein Vorfahr Johann Heimbach 1646 nach dem ausgehenden 30-jährigen Krieg niedergelassen, hat sehr geschickt insgesamt 6 Güter erworben und gewinnbringend weiter veräußern können. Und der ehemalige Quartiermeister Johann Heimbach erwirbt im Ort das alleinige Recht, Bier zu brauen und auszuschenken. Ein profitables Monopol. Wir haben Johann Heimbach als schwäbisches Cleverle bezeichnet. Ich glaube schon, dass wir da einiges auch von ihm geerbt haben. Wir haben mittlerweile einige Unternehmer in der Familie. Zur Monopolstellung hat es leider nicht gereicht. Er hat die Latte doch relativ hochgelegt. Harald Heimbach beschäftigt mittlerweile ein Team von Spezialisten, die im Auftrag von Kunden weltweit Ahnenforschung betreiben. 2 Jahre dauert es in der Regel, bis eine vollständige Familienchronik entsteht. Wer es sich leisten kann, setzt auf solche professionelle Hilfe. Denn private Nachforschungen landen allzu oft in einer Sackgasse. Die Suche nach den Vorfahren ist in aller Regel eine Suche nach den entsprechenden Archivalien. Wenn man die gefunden hat, muss man sich eine Zugangsberechtigung zu den Archiven verschaffen. Wenn man das geschafft hat, dann muss man sich letztendlich das Lesen von solchen Schriften aneignen. Und das ist doch der Punkt, an dem die meisten privaten Familienforschungen letztendlich enden und scheitern. Was in Kirchenregistern über Geburt, Heirat und Tod festgehalten ist, das sind lediglich nüchterne Fakten. Sie bilden nur das Gerüst einer Familienchronik, die ein Stück individueller Zeitgeschichte widerspiegelt. Familiengeschichte ist dann interessant und lebendig, wenn sie eingebettet wird in den regionalgeschichtlichen Kontext, wenn man weiß, wie waren die Hoheitsverhältnisse, was ist passiert. Und wenn man vor allem auch rausbekommt, was haben die Vorfahren für Berufe ausgeübt, wie sahen die Familienverhältnisse, wie sahen die sozialen Verhältnisse aus, dann ist eine Geschichte lebendig und dann ist sie auch erlebbar und verstehbar. Ein tief in der Vergangenheit wurzelnder Stammbaum lässt auch die persönliche Geschichte lebendig werden. Ein solides Fundament des eigenen Lebens. Ahnenforschung kann aber auch ganz schön desillusionierend sein. Ich habe immer vergeblich nach blauem Blut in meiner Familie gefahndet. Und was habe ich bekommen? Angeblich sollen wir von englischen Raubrittern abstammen.
Mehr Informationen rund um unsere Sendung und unsere Themen finden Sie im Internet unter www.daserste.de/wwwissen. So, und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend mit Ihrer Familie. Jo, bis nächstes Wochenende, ne? Es wie Sonntag. wwwissen. Tschüss. Unser größtes Organ ist der Darm. Er hat eine Oberfläche von fast 500 Quadratmetern. In ihm leben Billionen von Bakterien. Aber was genau passiert in unserem Verdauungstrakt und was kann schiefgehen? Leicht verdaulich. Eine Reise durch den Darm nächsten Sonntag um 17:03 Uhr im Ersten.